Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle und ich habe hier drei Personen neben mir stehen. Die ein oder andere dürften Sie schon kennen: mein Vater, den Herrn Jürgen Kettner, und hier den Herrn Dr. Kubon und die Frau Gräfin La Rosée. Auch von mir herzlich willkommen. Wir sind heute aus diesem Anlass da, dass mein Sohn Dominik in diesem Jahr schwer erkrankt ist. Am 10. Januar ist er zu einer Notoperation in die Schwarzwald-Bar-Klinik eingeliefert worden. Und eine Menge Ärzte unter der Leitung von Professor La Rosée haben dem Dominik das Leben gerettet, nachdem die Aorta gerissen war und ein großer Tumor im Bauchraum vorgefunden worden ist. Und wir sind hierher gekommen, wir haben Fragen gestellt, wie können wir diesem Krankenhaus, dieser Institution helfen, dass anderen Menschen genauso geholfen wird, wie es meinem Sohn Dominik geholfen worden ist. Und wir haben über den Herrn Professor La Rosée, dann seine liebe Frau Gräfin La Rosée kennenlernen dürfen, die Schriftführerin in dem Verein mit Krebs Leben e.V. ist. Und den Herrn Dr. Kubon, der ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Villingen-Schwenningen ist und der erste Vorsitzende dieses Vereins. Und ich möchte dem Herrn Dr. Kubon gerne ein paar Fragen stellen, insbesondere zu dem Verein, was der Verein eigentlich genau macht, damit unsere Zuschauer das ein bisschen besser einsortieren können. Ja, eine Krebserkrankung ist, und das haben Sie am eigenen Leib erlebt, etwas, was nicht nur einer medizinischen guten Behandlung bedarf, sondern was den Menschen ganzheitlich immer betrifft. Also ihn selbst natürlich in seiner Psyche, seine Umgebung, sein Umfeld, seine Mitmenschen, seine Familie. Und es geht im Verein mit Krebsleben darum, genau in dieser Situation Hilfe zu leisten. Dazu gibt es jetzt seit 1. Oktober eine Beratungsmöglichkeit hier für die Region in Villingen-Schwenningen. Da gibt es nicht sehr viel in Baden-Württemberg. Im weiten Umkreis, 50 Kilometer, gibt es da nichts. Dafür gibt es eine Beratung, um den Menschen Wege zu zeigen, wie man mit Krebs eben leben kann. Diese psycho-onkologische Beratungsstelle muss aber finanziert werden. Sie finanziert sich nicht von selbst, sie braucht Spenden. Es gibt keine öffentlichen Zuschüsse bislang dafür und dafür sammeln wir. Das ist ein Jahresbedarf von ungefähr 100.000 Euro. Dazu ist der Beitrag, den wir von Ihnen erwarten dürfen, ein ganz wichtiger Baustein, aber jeder Baustein, kleine Bausteine, große Bausteine, sind uns außerordentlich willkommen. Ab 30 Euro kann man Mitglied werden im Verein mit Krebs leben, aber auch andere Summen sind jederzeit ganz, ganz herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Ja gut, dann könnten wir im Grunde ja auch schon das Geheimnis lüften. Wir haben Ihnen einen großen Scheck mitgebracht mit einer Spende, die natürlich auch schon geflossen ist, und hoffen sehr, dass diese Gelder an der Stelle ankommen, dass anderen Menschen gut geholfen werden kann. Und das wird nicht die letzte Unterstützung von unserer Seite aus sein. Wir möchten aber auch unsere Zuschauer anleiten oder animieren dazu, darüber nachzudenken, vielleicht mit einem kleinen oder größeren Beitrag hier Hilfe zu leisten. Ich denke, diese Hilfe ist es wert. Ich möchte der Frau Gräfin La Rosée noch eine Frage stellen, und zwar, vielleicht können Sie dazu was sagen. Die Gelder kommen sicher an. Vielleicht erzählen Sie mal ein paar Worte, wie der Umgang im Verein ist. Ich reiche Ihnen das Mikrofon gerade mal rüber aus den Distanzgründen. Ja, unser Verein haben wir gegründet im Mai diesen Jahres, also er ist noch recht klein. Wir sind im Aufbau. Die Krebsberatungsstelle funktioniert seit 1. Oktober hier in Villingen und sie ist sehr gut angelaufen. Bis jetzt ist sie ausgebucht mit dem, was wir anbieten können, mit den Beratungsstunden. Und wir freuen uns natürlich wahnsinnig über so eine große Spende, dass das möglich ist, dass wir den Kranken und ihren Familien helfen können und ja, Beratung leisten können, übers Krankenhaus hinaus. Danke sehr. Was vielleicht ganz wichtig ist, kein Cent von diesem Geld wird für irgendwelche Verwaltungskosten aufgewandt. Das geht direkt 1:1 in diese Beratung der Patienten und ihrer Angehörigen, diese psycho-onkologische Beratung. Und von daher kommt das Geld sehr, sehr gut an.
Nochmal ganz herzlichen Dank Ihnen, Ihrer Familie für diese wirklich außerordentlich großzügige Spende. Ich bedanke mich auch, dass Sie auf diese Weise animieren, andere zu spenden. Und ich kann mich diesem Appell, diesem Wunsch eigentlich nur anschließen. Ich würde mich sehr freuen, wenn das auch weiterhin Schule macht. Dankeschön. Sehr gerne. Ja? Ich habe auch zu danken, liebe Zuschauer, und auch von unserer Seite. Sie haben uns oft gefragt in der Phase, als es mir nicht gut ging und mein Vater, wie Sie uns unterstützen können. Wir werden hier einmal den Spendenaufruf im Video einblenden, wir werden das Konto einblenden und wir werden auch die Website unter dem Video verlinken. Klicken Sie also gerne unter dem Video auf den Link, dann können Sie sich über den Verein mit Krebsleben e.V. informieren. Und von meiner Seite wäre es auch vielen, vielen Dank. Wir hoffen, wir können Ihnen zeigen, dass, wenn man Gutes tut, man auch über Gutes sprechen sollte. Jetzt haben wir noch eine kleine. Und zwar habe ich hier zwei Bücher von unserem Masterplan Edelmetalle, die möchte ich noch herzlich überreichen und dann überlasse ich dir das letzte Wort. Ja, ich... Dankeschön. Bitte. Danke. Liebe Zuschauer, auch von meiner Seite vielen Dank. Ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Ich wünsche allen schöne Weihnachten. Bleiben Sie gesund. Und sollte das nicht der Fall sein, vielleicht ist das der erste Schritt, dass Sie hier von diesem Verein profitieren. Mit einem Beitrag ab 30 Euro kann man hier Mitglied werden. Denken Sie drüber nach und bis bald. Bis bald. Tschüss. Dankeschön. Danke.